Laxenburg feiert 10 Jahre Klimabündnisgemeinde. Aus diesem Grund fand gemeinsam mit dem Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse im Grünehaus der Klima- und Energietag zum Weltumwelttag statt. Herr Gemeinderat, heute Umwelt- und Energietag in Laxenburg, 10 Jahre Klimabündnis wird ebenfalls gefeiert. Ein Jubiläum, das aber wichtig geworden ist. Ja, es ist sehr wichtig geworden, gerade die letzten 10 Jahre, wo auch viel in dem Bereich passiert ist. Bewusstseinsbildung, Umweltbildung in den Schulen ist immer stärker Thema geworden. Umweltfreundlicher Verkehr wird immer stärker Thema. Die jüngsten, immer wieder auftauchenden Katastrophenereignisse, Hochwasser etc. schaffen einfach Bewusstsein. Und jetzt sind wir so weit, dass wir auch konkret was tun wollen dagegen. Wir hören im Hintergrund viele Kinderstimmen. Die haben ja auch sehr maßgeblich für diese Ausstellung heute beigetragen. Das ist erstaunlich, wie viel sie zum Beispiel über die Bienen wissen. Ja, ich freue mich sehr, dass dieses Thema bei uns doch sehr Anklang findet, insbesondere natürlich bei unserem Nachwuchs. Und unsere Volksschule ist ja schon lange eine Klimabündnis-Volksschule. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass unsere Kindergärten hier nachgezogen haben, ebenfalls bereits Klimabündnis-Kindergärten sind. Ihr habt ja das ganze Jahr über sehr viel gelernt über die Bienen. Warum sind denn die so wichtig? Weil sie alle Pflanzen bestäuben und dann machen sie daraus und den essen wir dann. Und der schmeckt dir? Ja, der schmeckt gut. Wir haben ein Bienenprojekt gestartet heuer und alle Klassen haben mitgemacht. Sie sehen hier im Hintergrund alles, was die Kinder produziert haben, im Werken, im Sachunterricht und dergleichen. Wir wollten, das heißt auch mein Ziel war es, mit einem Imker zusammen den Kindern die Angst vor den Bienen zu nehmen. Kinder fuchteln oft herum und Bienen stechen dann. Und die Kinder sagen, Bienen sind böse. Und wir haben also wirklich Bienen gestreichelt. Wir haben mit dem Imker zugeschaut, wie sie die Waben aufbauen und dergleichen. Also es war ein ganz tolles Projekt. Und jetzt präsentieren wir es halt. Gerade von den Kindern geht ja das aus für die Zukunft. Es ist ja auch so, dass letztendlich diese Umwelt gerade für unsere Kinder in dieser Form erhalten werden muss. Und mich freut es auch ganz besonders, dass wir hier in Laxenburg die Partnerschaft mit dem IASA nutzen können, mit einer internationalen Organisation, die weltweit in Sachen Klimaschutz, Klimaszenarien forscht und tätig ist. Und diese Verbindung ist einzigartig. Und ich freue mich sehr, dass wir hier in Laxenburg diesen Tag in dieser qualitativ hochwertigen Form feiern können.